Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, wir haben viel vor. Fabian macht ja heute mal einen Tag Pause. Entsprechend schauen wir mal auf das große Ganze beim Wetter jetzt in nächster Zeit. Kurz nochmal der Blick aufs Wochenende. Dann schauen wir in die nächste Woche, wo sich dieses Skandinavien-Hoch aufbauen wird. Aber so ein paar kleinere Höhentiefs sind auch so unterwegs wahrscheinlich. Und die könnten uns durchaus mal den einen oder anderen Strich durch die Hochdruckrechnung machen. Dann ist ja gestern auch der neue Langfristtrend des EZMWF erschienen. Auch den wollen wir uns gleich mal anschauen, was so die weitere Entwicklung für den März betrifft. Beginnen möchte ich das Video mal mit einem Blick auf dein Satellitenbild von heute Morgen. Wir haben ja eine südliche Strömung und damit ist mal wieder auch ein bisschen Sahara-Staub unterwegs. Gestern war das schon so über Südosteuropa, über den Balkan der Fall. Und wenn wir uns das Satellitenbild mal heute Morgen so die ersten sichtbaren Bilder anschauen, da sehen wir diese gerippelte Struktur so über Norditalien im Alpenraum und auch Bayern. Das sind diese Wolken, wo auch Sahara-Staub dann mit drin ist. Und ja, die breiten sich jetzt auch so ein bisschen weiter Richtung Norden aus. Das heißt, auch im Osten des Landes kann es mit diesem Sahara-Staub dann etwas wolkiger sein, als die Vorhersage gestern vielleicht noch vermuten ließ. Ja, gestern gab es allerdings dann vielerorts der Sonnenschein. Und hier nochmal ein Foto, was uns Felix geschickt hat an der Weinstraße. Ja, das ist die Mandelblüte schon in vollem Gange. Natürlich wie alles momentan in der Natur einige Wochen zu früh. Das ist momentan nach diesem Februar auch kein Wunder. Schön anzusehen ist das Ganze natürlich trotzdem. Ja, ansetzen wollen wir jetzt in der kommenden Nacht, in der Nacht zum Samstag. Da ist es so, zum einen im Osten des Landes, also so östliches Bayern, aber dann auch vor allen Dingen so von Sachsen ausweiten bis nach Vorpommern. Hier ist aus dichten Wolken mit zeitweiligem Regen zu rechnen. Ansonsten weiter Richtung Westen. Da ist es doch ein Streifen, wo es wahrscheinlich verbreitet trocken ist, teilweise auch mal leicht bewölkt bis klar. So von Baden-Württemberg bis hoch nach Schleswig-Holstein. Örtlich kann sich hier Nebel bilden. Wiederum weiter Richtung Westen, da sind schon wieder dichtere Wolkenfelder im Laufe der Nacht aufgezogen. Kann durchaus sein, dass es so an der Grenze zu Luxemburg, Belgien, also so Richtung Eifel, vielleicht mal ein paar Tropfen gibt. Hier habe ich mal noch ein Symbol dran gesetzt. Meist bleibt es aber hier trocken. Ja, in dem Streifen, wo es mal länger aufklart, also von ja, Südwesten nach Norden, da wird es auch im frischesten. Ansonsten unter den dichten Wolken ganz im Westen bzw. ganz im Osten, da sogar Tiefstwerte von um die 8 Grad. Jetzt gehen wir mal schnell das Wochenende durch. Über die Wetterlage brauchen wir nicht mehr groß sprechen. Wir liegen ja östlich von einem Tief über Westeuropa in einer milden Südströmung. Und damit steht uns auch alles in allem, zumindest schon mal was die Temperaturen betrifft, ein richtig frühlingshaftes Wochenende bevor. Jetzt gucken wir auf den Samstag. Also auch da heißt es erstmal für den Osten des Landes dichte Wolken. Und hier vor allen Dingen immer noch so von Sachsen hoch bis an die Ostseeküste, bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Vor allen Dingen vormittags noch zeitweise Regen. Nachmittags wird das Ganze dann größtenteils nachgelassen haben. Ansonsten haben wir so einen wechselnd bewölkten Himmel, Sonne und Wolken im Wechsel. Den meisten Sonnenschein gibt es wahrscheinlich in einem Bereich so vom Bodensee übers Rhein-Main-Gebiet, Unterfranken, Hessen, Ostwestfalen, südliches Niedersachsen hoch bis zur Nordseeküste. Während dann wieder weiter Richtung Westen, haben wir die letzten Tage ja auch schon angesprochen, immer wieder so versuchen, so schwache Tiefausläufer von Belgien, Luxemburg und Niederlande zu uns reinzudrängen. Das schaffen sie nur bedingt, aber gerade so an der Grenze wiederum Richtung Saarland, Eifel und auch westliches NRW, da könnte es halt auch mal im Laufe des Tages für etwas Regen oder einzelne Schauer reichen. Hier wird es dann nicht ganz so mild, ansonsten der mildeste Bereich halt da, wo die Sonne länger scheint. Hier könnten wir sogar 16, 17 Grad erreichen, vielleicht die 17 so Richtung Neckarraum, aber auch ansonsten ein sehr milder Tag. Gehen wir dann auf den Sonntag, da könnte in Sachen Frühlingsmilde sogar noch etwas mehr gehen. Da sieht es so aus, dass wir es anfangs nochmal auch mit ein paar Nebelfeldern zu tun haben. Die sollten sich dann aber relativ gut, vor allen Dingen in der Osthälfte, auflösen. Dann gibt es in großen Landesteilen einen sehr freundlichen Tag mit viel Sonnenschein und nur lockeren Wolkenfeldern. Wiederum etwas kompakter die Wolken. Ganz im Westen und Südwesten. Und hier könnte es wiederum so an der Grenze zu Belgien, zu Luxemburg vielleicht auch mal etwas regnen. Meist bleibt es aber auch hier trocken. Und wir sehen die mildesten Temperaturen dann wiederum so Richtung nördliches Baden-Württemberg, Rhein-Main-Gebiet und dann vor allen Dingen auch Bayern, östlicher Alpenbrand, wo es föhnig ist. Hier könnten wir sogar 17, 18, vielleicht sogar örtlich am östlichen Alpenrand die 19 schaffen. Ganz im Westen, wenn die Wolken dichter sind, nicht ganz so mild.
Jetzt schauen wir auf die nächste Woche, blicken mal auf die Höhenwetterkarte für den Montag. Und da sehen wir ja, so ein paar kleinere Höhentiefs sind schon so ein bisschen mit im Spiel. Zum einen baut sich halt das Hochdruckgebiet über Skandinavien jetzt zum Wochenbeginn mehr und mehr auf. Ein Höhentief noch über Italien, das interessiert uns aber relativ wenig. Und dann haben wir noch hier beim ECMWF mal so ein kleines Tief oder so eine Tiefdruckrinne so westlich von uns. Die kennen wir schon vom Wochenende her. Die drängt so allmählich ein bisschen weiter nach Osten. Auf der anderen Seite haben wir noch ein Tief, was nach dem ECMWF relativ weit östlich von uns verbleibt. Das GFS sieht es allerdings schon so ein bisschen anders. Da gehen die Unterschiede schon los. Das GFS hat schon so ein kleines Höhentief so an der Grenze zu Polen drin und immer so auf der Vorderseite dieser Höhentiefs, dieser Höheneier, da könnte so ein bisschen Hebung erzeugt werden. Und nach dem GFS könnte es sogar dann im Norden und Osten des Landes für leichte Niederschläge reichen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil das GFS doch eher so eine Außenseiterlösung momentan darstellt. Ausschließen sollte man das aber nicht. So habe ich mich trotzdem nochmal versucht, an einer Karte für den Montag, einer ausführlichen Karte, und bin da so ein bisschen so die ECMWF bzw. die Schiene auch der anderen Wettermodelle gefahren. Demnach wird es vor allen Dingen dann in der Osthälfte nochmal einen freundlichen und sehr milden Montag geben, nochmal so bis zu 14, 15 Grad Richtung Lausitz, auch hier trockenes Wetter. Umso weiter wir Richtung Westhälfte schauen, umso kompakter sind wahrscheinlich die Wolken. Teilweise ist es hier stärker bewölkt, aber wahrscheinlich auch größtenteils trocken. Nicht auszuschließen, dass es mal stellenweise für örtlich etwas Regen oder Nieselregen reichen könnte. Hier teilweise auch so trüb, hochnebelartig die Bewölkung zugegen. Wenn natürlich das GFS berecht behält, dann müssten wir natürlich auch über dem Norden und Nordosten noch so eine kleine Änderung vornehmen. Das war jetzt mal das. Jetzt gehen wir schon mal weiter Richtung Wochenmitte und gucken mal auf die Bodenwetterkarte. Und da ist es dann da, unser Skandinavien hoch, deutlich gestärkt über Nordeuropa. Und damit würden wir halt in einer kühleren östlichen Strömungen liegen. Also Temperaturen würden dann generell so Richtung Dienstag, Mittwoch etwas zurückgehen. Allerdings muss man sagen, gleichzeitig haben wir auch noch ein Tief auf dem Atlantik. Das schaufelt schon wieder mildere Luft über Spanien hinweg Richtung Biskaya. Auch das dürfen wir im weiteren Blick nicht aus den Augen verlieren. Allerdings wird unser Wetter ja nicht am Boden gemacht, sondern in der Höhe. So müssen wir natürlich auch schon mal wieder auf die Höhenwetterkarte schauen. Und da hat das GFS jetzt heute mal so ein richtig kleines Höhentief, so ein kleines Ei drin für den nächsten Donnerstag, was sich so von Osten her, von Polen her annähern würde. Ja, und dann halt auch mit kälterer Luft das Ganze. Wir reden natürlich jetzt über einen Zeitraum von, das sind jetzt noch 5-6 Tage. Also natürlich noch mit vielen Fragezeichen. Und diese Höhentiefs, die sind auch immer sehr, sehr unsicher in der Vorhersage. Schwanken von Modelllauf zu Modelllauf. Da ist noch viel Spielraum drin. Ja, die bewegen sich ja auch so ein bisschen wie das Fett in der Suppe mit der Höhenströmung. Also noch sehr, sehr unsicher. Wäre natürlich eine Lage, wo dann von Osten her die Temperaturen zurückgehen könnten. Auch Niederschläge, vielleicht sogar Schnee eine Option wäre. Wenn wir das allerdings jetzt mal mit dem ECMWF vergleichen von heute Morgen, da ist nichts mit einem Höhentief mehr drin. Da liegen wir immer noch auch hier so an der Südflanke dieses Hochs in einer etwas östlichen Strömung. Nach Westen hin schon so ein bisschen mildere Luft von Frankreich, die reinkäme. Ja, allerdings, wie gesagt, das Ganze, das wankt noch ziemlich. Wenn wir nämlich das mal mit dem Modell auch von gestern Abend vergleichen, den ich hier nochmal zeigen möchte, da hat das ECMWF nämlich auch ein richtig kleines Höhentief, ein Kaltlufttropfen drin, mitten über uns. Und wenn ihr die Modelle vielleicht gestern Abend geschaut habt, da hatte das Modell sogar Schnee drin. Also das sind noch die großen Unsicherheiten natürlich in der Entwicklung mit diesen kleinen Höhentiefs in der nächsten Woche. Da müssen wir uns so langsam mal ein bisschen rantasten. Jetzt beschäftigen wir uns nochmal mit dem neuen Langfristtrend und schauen noch zunächst mal auf die Geopotentialabweichung in dem Zeitraum vom 6. bis zum 11. März, also in der nächsten Woche. Das ist das, was wir schon so ein bisschen behandelt haben. Dieses Skandinavien-Hoch, diese Omega-Lage über Nordeuropa, gleichzeitig ein Tief auf dem Atlantik. Wir eher in dieser östlichen Strömung, die Tiefs mit etwas milderer Luft verbleiben, wahrscheinlich noch eher so ein bisschen westlich von uns. Mögliche Höhentiefs wären natürlich jetzt bei so einem Langfristtrend nicht so wirklich aufgelöst. Gehen wir noch ein bisschen weiter in den Zeitraum vom 12. bis 17. März. Da sehen wir, dass das hohe Geopotential über Nordeuropa ein bisschen abgebaut wird. Gleichzeitig so diese Tiefdruckzone über Westeuropa noch so ein bisschen näher kommen soll. Allerdings, wenn wir uns die Niederschlagsabweichung für diesen Zeitraum mal 7 Tage dann mal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir doch, dass bei uns immer noch und auch so in Nordeuropa
der zu geringe Niederschläge gerechnet werden. Wahrscheinlich zwar etwas sinkender Luftdruck über Skandinavien, aber diese Tiefs können wahrscheinlich nicht so richtig durchziehen, sodass die Hauptniederschlagsaktivität dann doch weiterhin doch eher über West- bzw. Südwesteuropa verbleibt. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter und gucken dann mal auf die zweite Märzhälfte, so den Zeitraum vom 18. bis zum 25. März. Danach sollen dann die Tiefs allerdings dann über Nord-Nordwesteuropa doch etwas zulegen. Hier die Tiefdrucktätigkeit dann doch stärker wird und damit der Hochdruckeinfluss doch etwas abnehmen könnte. Und somit würden auch die Niederschläge bei uns etwas zunehmen, sehen wir hier, dass wir es dann doch in diesem Zeitraum mit etwas zu nassen Verhältnissen oder leicht überdurchschnittlich nassen Verhältnissen zu tun haben könnten. Dann am Ende letzte Karte, die ich euch nochmal zeigen möchte. Das ist die Niederschlagsabweichung jetzt für den gesamten März aus dem LCMWF-Langfristtrend, der ja gestern Abend gekommen ist. Da sehen wir dann doch, dass es doch zu trocken sein soll. Der März natürlich bedingt durch diese Hochdruckphase jetzt in der ersten Monatshälfte. Zu nass wäre es dann vor allen Dingen über West- und Südwesteuropa, wo wir ja momentan auch schon die Tiefs haben und die sich wahrscheinlich dann auch im weiteren Verlauf zumindest in der ersten Märzhälfte halten würden. Zu trockene Verhältnisse dagegen über Nordeuropa mit dem Skandinavien hoch, speziell hier im skandinavischen Gebirge, im norwegischen Gebirge. Das war erstmal das von mir. Ich sage schon mal schönes Wochenende. Am Wochenende versorgt euch dann Fabian mit neuen Infos, mit neuen Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao.